Willkommen auf Werners Fußballecke zur zweiten Bundesliga-Prognose und Vorschau-Tipps zum 11. Spieltag der zweiten Liga. Hallo liebe Fußballfreunde, ja, es geht wieder los. Nach den ganzen Pokalspielen geht's wieder ab in die zweite Liga mit dem 11. Spieltag, unter anderem mit HSV zu Hause gegen 1. FC Nürnberg Münster. Gegen den Tabellenführer Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, unter anderem im Spitzenspiel kann man schon sagen, gegen den 1. FC Köln, Kaiserslautern gegen Magdeburg oder aber auch der SSV Ulm zu Hause gegen Schalke 04. Fürth gegen Darmstadt, Jan Regensburg zu Hause gegen SV Elversberg, dazu natürlich auch Hannover 96 gegen den KSC und dann auch der SC Paderborn zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Schreibt deine Bundesliga-Tipps für die zweite Liga und Prognose für den 11. Spieltag in die Kommentare. Dann fangen wir auch gleich an mit dem ersten Spiel. Da haben wir ja Greuther Fürth zu Hause gegen Darmstadt 98. Das heißt, der 11. gegen den 13. der zweiten Liga aktuell. Ja, Greuther Fürth jetzt nach 5 losen Spielen konnte man ja am 10. Spieltag 4:3 auswärts auf Schalke gewinnen. Das war natürlich ein super Spiel und auch, kann man sagen, verdienter Sieg von Greuther Fürth bei Schalke 04. Und somit auch ein sehr guter Einstand für Neutrainer von Greuther Fürth, Leonhard Haas. Das will natürlich jetzt Greuther Fürth auch zu Hause gegen Darmstadt versuchen, 3 Punkte zu holen. Allerdings jetzt im Pokal Greuther Fürth schon überraschend, muss man sagen, auswärts bei Jan Regensburg verloren. Das war, denke ich mal, bei Greuther Fürth nicht so unbedingt eingeplant. Ja, aus den letzten 7 Spielen, Zweitligaspielen gegen Darmstadt, hat Greuther Fürth aber auch nur ein Spiel verloren. Greuther Fürth insgesamt 3 Siege und 3 Unentschieden dazu gegen Darmstadt 98. Und das will natürlich jetzt Greuther Fürth zu Hause fortsetzen mit 3 Punkten, wenn es geht, gegen Darmstadt. Darmstadt 98 selber seit 3 Spielen ohne Niederlage. Also schon im Moment wieder ein guter Weg für die Darmstädter nach oben. Allerdings am 10. Spieltag gab es da gegen Aufsteiger Ulm, muss man sagen, nur ein 1:1. Allerdings darf man nicht vergessen, Darmstadt 98 in den letzten 3 Auswärtsspielen immer 3 Gegentore kassiert. Also da muss die Darmstädter Abwehr gerade jetzt dann auswärts bei Greuther Fürth auf Zack sein, wenn man 1 Punkt mitnehmen möchte, aus Fürth. Dazu aber allerdings jetzt natürlich die gute Nachricht für die Darmstädter Fans: im Pokal, im DFB-Pokal, konnte man auswärts 3:2 bei Dynamo Dresden gewinnen und kann man auch dann, denke ich mal, diese Moral mitnehmen ins schwere Auswärtsspiel dann doch bei Greuther Fürth. Mein Tipp für Greuther Fürth gegen Darmstadt 98 ist ein 2:1 Auswärtssieg für Darmstadt 98. So, schauen wir an, dieses nächste Spiel ist Jan Regensburg, der 18. gegen die SV Elversberg auf einen sehr guten 7. Platz in der zweiten Liga aktuell. Ja, Jan Regensburg konnte ja mit Interimstrainer Andreas Patz überraschend, wie gerade schon erwähnt, zu Hause Greuther Fürth schlagen und steht somit im Achtelfinale des DFB-Pokals. Also schon mal eine sehr gute Nachricht für die Fans von Jan Regensburg. Natürlich wird das jetzt zu Hause gegen Elversberg schon ein schweres Spiel, aber vielleicht kann man ja jetzt diese Moral aus dem DFB-Pokalsieg mitnehmen und zu Hause versuchen, 3 Punkte gegen Elversberg zu holen. Natürlich muss Jan Regensburg trotz des Pokalsiegs in allen Belangen, das heißt von der Abwehr, Mittelfeld und Sturm, natürlich noch besser werden, um dann auch wirklich jetzt durchstarten zu können, eventuell mit diesem Pokalsieg in der zweiten Liga. Ja, der SV Elversberg selber im Pokal 3:0 verloren, auswärts beim deutschen Meister Bayer Leverkusen. Das ist ja alles nicht schlimm. Mund abwischen, weiter geht's in der zweiten Liga und sich auf das Auswärtsspiel jetzt auf Jan Regensburg konzentrieren. In den letzten 4 Spielen konnte ja Elversberg 3-mal gewinnen und es gab ein Unentschieden. Natürlich diese Siegesserie und diesen Aufwärtstrend will natürlich jetzt Elversberg in Regensburg fortsetzen. Mein Tipp für Jan Regensburg zu Hause gegen Elversberg ist ein 2:1 Auswärtssieg für
Elversberg. So, ab zum nächsten Spiel. Jetzt haben wir ja den SC Paderborn zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Paderborn Tabellendritter in der zweiten Liga gegen den 16. Braunschweig. Ja, Paderborn auch aktuell im DFB-Pokal jetzt dann zu Hause ausgeschieden gegen Werder Bremen. Obwohl man muss sagen, da war schon mehr drin für die Paderborner. Aber es hat dann leider nicht mehr zu ein, zwei Toren mehr gereicht. Und so ist man dann jetzt ausgeschieden. Aber der dritte Platz in der zweiten Liga ist ja mehr als gut. Das wäre schon mal ein Relegationsplatz für den Aufstieg zur ersten Liga. Und daher will natürlich auch Paderborn jetzt zu Hause gegen Eintracht Braunschweig gewinnen. Auch mit dem 2:1 Auswärtssieg der Paderborner am 10. Spieltag beim 1. FC Köln. Auch mit dieser Moral gehen die Paderborner jetzt zu Hause in das Spiel gegen Braunschweig. In den letzten 4 Heimspielen konnte Paderborn auch 3 Spiele gewinnen und es gab ein Unentschieden. Dabei auch alleine als Beispiel, Paderborn schoss nur in der zweiten Hälfte 14 Tore. Das ist der zweitbeste Wert nach Hertha BSC. Also Paderborn in der zweiten Hälfte mega torgefährlich. Und das will Paderborn natürlich auch jetzt gegen Eintracht Braunschweig zu Hause zeigen. Eintracht Braunschweig selber letzte Woche am 10. Spieltag nur, muss man sagen, ein 1:1 Unentschieden gespielt gegen Aufsteiger Preußen Münster. Dazu hat man bis jetzt in den letzten 5 Auswärtsspielen auch nur einen Punkt holen können. Das war der Punkt beim 1:1 Auswärts in Darmstadt. Andersrum, am letzten Spieltag bzw. am 26. Spieltag in der letzten Saison konnte Braunschweig 2:1 in Paderborn gewinnen. Also vielleicht nimmt das die Spieler von Braunschweig mit nach Paderborn, um da wenigstens einen Punkt holen zu können. Ja, mein Tipp für den SC Paderborn zu Hause gegen Eintracht Braunschweig ist aber dann doch ein klarer 3:1 Heimsieg für den SC Paderborn. Und schreib deine Tipps für die zweite Liga für den 11. Spieltag in die Kommentare. So, ab zum nächsten Spiel. Jetzt haben wir ja der erste FC Kaiserslautern zu Hause gegen den ersten FC Magdeburg. Der 10. gegen den 9. aktuell. Ja, Kaiserslautern ja mit einem echten Pokalfight beim VfB Stuttgart ausgeschieden. Aber das war ein super Spiel. Einmal von Kaiserslautern, gut klar, und auch von VfB Stuttgart. Aber diese Moral, das Gekämpfte, kann Kaiserslautern auf jeden Fall mitnehmen aus dem Spiel beim VfB Stuttgart, um zu Hause zu versuchen, Magdeburg zu schlagen. Klar, in den letzten 2 Spielen darf man nicht vergessen, hat der erste FC Kaiserslautern in 2 Spielen 7 Tore erzielt. Also da müssen die Magdeburger schon vielleicht ein bisschen warm anziehen auf dem Betzenberg. Das letzte Heimspiel am 32. Spieltag, 23-24, konnte man ja auch 4:1 gegen Magdeburg gewinnen. Also daher spricht schon einiges für einen Sieg für Kaiserslautern gegen Magdeburg. Klar, Magdeburg auch deswegen ja 2 Spiele jetzt in Folge verloren, aber Magdeburg ist auswärts sehr, sehr gefährlich. In 4 Auswärtsspielen bis jetzt hat Magdeburg 3-mal gewinnen können auswärts bei einer Niederlage. Dazu darf man auch nicht vergessen, hat Magdeburg mit Martin Kaas einer den gefährlichsten Stürmer der zweiten Liga aktuell. In 11 Spielen insgesamt konnte Kaas 6 Tore erzielen und 2 Torvorlagen. Also auf Kaas muss der erste FC Kaiserslautern schon aufpassen. Mein Tipp für Kaiserslautern gegen Magdeburg ist ein knappes 2:1 für den ersten FC Kaiserslautern. So, ab zum nächsten Zweitligaspiel. Ja, Hannover 96 zu Hause gegen den KSC. Das Topspiel am 11. Spieltag der zweiten Bundesliga. Der zweite gegen den 4. Ja, Hannover 96 sehr stark bis jetzt in der zweiten Ligasaison. Hat als einziges Team alle 5 Heimspiele gewinnen können. Und das auch noch zu 9:1 Toren. Also das wird schon ein sehr schweres Auswärtsspiel für den KSC bei Hannover 96. Und da auch noch, Hannover 96 hat nur 6 Gegentore bis jetzt. Also auch das der beste Wert mit 6 Gegentoren nur aller Zweitligateams. Also es wird auch schwer für KSC, da ein Tor zu erzielen. Ja, und der KSC selber am 10. Spieltag ja zu Hause verloren gegen Hertha BSC. Jetzt kommt dann gleich der nächste schwere Gegner mit Hannover 96.
Allerdings, der KSC ist bislang auswärts noch ohne Niederlage. KSC konnte zweimal gewinnen. Es gab 3 Unentschieden auswärts bei 9-7 Toren. Also das wird schon ein echtes Spitzenspiel und spannendes Spiel bei Hannover gegen den KSC. Letzte Saison am 16. Spieltag konnte der KSC bei Hannover ein 2-2 Unentschieden herausholen. Klar, und jetzt auch im Pokal der KSC souverän, muss man schon sagen, gegen Kickers Offenbach ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Und mit diesem Sieg ist da vielleicht schon einiges drin, trotz alledem für den KSC bei Hannover 96. Mein Tipp für Hannover gegen den KSC ist ein torreiches 3-2 Heimsieg für Hannover 96. So, dann schauen wir uns das nächste Spiel an. Was haben wir jetzt? Der Aufsteiger SSV Ulm gegen Schalke 04, der 14. gegen den 15. Ja, wer hätte gedacht vor der Saison, dass eventuell Ulm vor Schalke stehen könnte in der Tabelle, aber aktuell ist es so, weil Schalke, muss man ehrlich sein, im Moment sehr schlecht drauf ist. Man schießt zwar, okay, schon eine Menge Tore, aber man holt keine Punkte damit. Aber der SSV Ulm, und beide Teams haben 10 Punkte, darf man auch nicht vergessen. Der letzte Sieg von Ulm war das hochverdiente 3-1, also Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig. Und aus diesem Heimsieg, das will natürlich jetzt Ulm auch versuchen mitzunehmen und nochmal zu machen, zu Hause gegen den Ersten, also gegen FC Schalke 04. Wird natürlich ein sehr knappes und spannendes Spiel für die Ulmer. Klar, Schalke nicht so in Form, das könnten jetzt die Ulmer ausnutzen und alles dafür geben, gegen Schalke zu Hause zu gewinnen. Das heißt auch, der SSV Ulm muss von Anfang an gegen Schalke auf Angriff spielen, weil da hat Schalke dann schon seine Probleme in der Defensive. Ja, der FC Schalke 04 mit 3-0 jetzt im DFB-Pokal auswärts beim FC Augsburg ausgeschieden. Klar, kann auch alles passieren, aber Schalke 04 hat ehrlicherweise über 90 Minuten kaum Torchancen gehabt. Auch unter Neutrainer Kees van Wonderen läuft es noch nicht wirklich besser als vorher. Auch wenn im Namen van Wonderen Wunder drin stehen. Klar, es kann natürlich noch ein bisschen dauern, bis die Schalke-Spieler das neue System von Kees van Wonderen annehmen und dann wieder auch auf Erfolgskurs kommen in der zweiten Liga. Immerhin hat Schalke 04 19 Tore bis jetzt in der zweiten Liga erzielt. Das ist natürlich schon eine sehr gute Quote nach 10 Spielen. Schalke muss halt wieder auch kämpfen. Tore schießen können sie. Aber auch deswegen, ja, die ganze Mannschaft muss da mit in der Defensive arbeiten. Dann wird es auch wieder klappen in der zweiten Liga, auch für Schalke 04. Mein Tipp für den SSV Ulm gegen Schalke ist ein 2-1 Auswärtssieg für Schalke 04. So, liebe Fußballfreunde, ab zum nächsten Spiel. Ja, auch so ein Spitzenspiel kann man schon sagen. Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Hertha auf Platz 6, der 1. FC Köln nur auf Platz 12, muss man sagen. Aber trotzdem von beiden Teams, vom Kader her, schon ein Spitzenspiel der 2. Liga am 11. Spieltag. Ja, Hertha BSC auch jetzt im DFB-Pokal 2-1 gewonnen zu Hause gegen Heidenheim und damit auch hochverdient, muss man sagen, im Achtelfinale des DFB-Pokals. Und auch diese Form und auch aus den letzten 2 Spielen, die man gewonnen hat in der zweiten Liga, will natürlich Hertha jetzt auch zu Hause gegen den 1. FC Köln gewinnen. Wie gesagt, 3-1 letzte Woche gewonnen beim KSC. Das war schon ein sehr gutes Spiel von Hertha, daher auch schon Favorit jetzt zu Hause gegen den 1. FC Köln. In den letzten 3 Spielen konnte Hertha auch 8 Tore erzielen. Ist natürlich schon sehr gut, weil auch für die Hertha-Fans zumindest der 1. FC Köln hat schon seine Schwäche, auf jeden Fall in der Defensive, im Sturm. Allerdings ist Köln sehr stark mit 22 Toren, hat Köln die drittmeisten Tore jetzt in der 2. Liga schon erzielt. Also Hertha muss da natürlich aufpassen gegen 1. FC Köln. Andersrum aber auch auf ihre Stärken in der Offensive setzen, Hertha BSC. Dann kann auch einiges zu Hause funktionieren gegen Köln. Ja, Köln zu Hause im DFB-Pokal schon ein bisschen überraschend. 3-0 gewonnen, verdient gewonnen, klar, aber schon ein bisschen überraschend gegen Holstein Kiel. Und auch Köln hat kein Tor kassiert. Ist das schon mal sehr positiv für Köln und für die Kölner Fans. Das hätte man so nicht unbedingt
erwarten können. Und ich denke mal, das auch werden jetzt die Kölner Spieler mitnehmen für das schwere Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Mein Tipp für Hertha gegen Köln ist ein 2:2 Unentschieden. Und schreib deine Tipps für die zweite Liga in die Kommentare. So, und gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Ja, Aufsteiger Preußen Münster, Platz 17 gegen den Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Das wird natürlich ein sehr schweres Spiel für Preußen Münster gegen Düsseldorf. Aber wenn man kämpft, rennt und mehr aus der Defensive spielt, die Preußen Münster, dann kann auch vielleicht was gehen zu Hause gegen Düsseldorf. Wird natürlich schon klar, man hat jetzt das letzte Spiel 1:1 gespielt. Da muss ich natürlich schon etwas tun bei Preußen Münster, wenn man was holen möchte zu Hause gegen Düsseldorf. Aber es kann funktionieren. Zu Hause in 5 Heimspielen bis jetzt von Preußen Münster hat man dreimal unentschieden gespielt und 2 Spiele verloren. Klar, das ist im Moment die schlechteste Heimbilanz, die Münster hat, aller Zweitligateams in der Saison 24-25. Aber das kann sich natürlich auch alles ändern. Aber wie gesagt, Preußen Münster muss aus der Defensive rennen und kämpfen. Dann kann man vielleicht schon einen Punkt gegen Düsseldorf holen. Ja, Düsseldorf deswegen schon überraschend verloren am 10. Spieltag. 3:4 zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern. Allerdings auswärts ist Fortuna Düsseldorf noch ohne Punktverlust. 5 Auswärtsspiele, 5 Siege für Fortuna Düsseldorf bei 11:2 Toren. Also da muss Preußen Münster natürlich schon aufpassen auf die Defensive von Düsseldorf. Mein Tipp für Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf ist ein 2:1 Auswärtssieg für Düsseldorf. So, was für ein Spiel haben wir jetzt? Ja, der Hamburger SV gegen den 1. FC Nürnberg. Was für ein Spiel, was für eine Historie. HSV gegen Nürnberg, der 5. gegen den 8. Ja, im Pokal hat ja der HSV 2:1 beim SC Freiburg verloren. Da war aber schon mehr drin für den HSV. So muss man sich jetzt richtig konzentrieren auf die zweite Liga und auch gleich auf das schwere Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Auch die Auswärtsniederlage am 10. Spieltag vom HSV mit dem 4:2, da hatten, denke ich mal, auch nicht alle HSV-Fans mit gerechnet. Daher will jetzt der HSV alles tun auf jeden Fall, um zu Hause jetzt gegen den 1. FC Nürnberg zu gewinnen. Da ist auch der Hamburger SV ziemlich stark zu Hause. 11 Punkte zu Hause. Das heißt, das zweitbeste Heimteam aktuell in der zweiten Bundesliga. Man darf auch nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, verlieren gegen Nürnberg, sonst würde man schon wieder den Anschluss nach oben verlieren. Daher sind jetzt auch 3 Punkte sehr wichtig zu Hause für den HSV gegen Nürnberg. Aber die Nürnberger kommen jetzt mit einer sehr guten Moral. Im letzten Heimspiel ja 8:3 gewonnen gegen Jan Regensburg. Im Pokal ist man ausgeschieden, aber man hat alles gegeben, die Nürnberger in Hoffenheim, dann doch mit Pech, muss man auch sagen, 2:1 verloren. Ja, und das letzte Auswärtsspiel beim HSV verloren die Nürnberger auch am 34. Spieltag, 23-24 beim HSV mit 4:1. Da hat dann der 1. FC Nürnberg auch noch eine Rechnung offen mit dem HSV. Allerdings, die Nürnberger haben aktuell mit einem der besten Stürmer in der zweiten Liga, und zwar mit Stefanos Tsimas. In 7 Spielen konnte Tsimas bis jetzt schon 5 Tore erzielen und eine Torvorlage. Also auf Tsimas muss der HSV schon aufpassen. Mein Tipp für den HSV gegen den 1. FC Nürnberg ist dann ein 2:2 Unentschieden. Ja, liebe Fußballfreunde, das war meine Prognose, meine Vorschau und Tipps für den 11. Spieltag der zweiten Bundesliga. Links sehen wir jetzt gerade mal meine Tipps. Und rechts die aktuelle Tabelle der zweiten Liga nach meinen Fußballtipps für den 11. Spieltag. Schaut euch mal euren Verein raus und wie gesagt, schreibt deine Tipps komplett für den 11. Spieltag in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like für Werners Fußball-Ecke bzw. fürs Video und für ein Abo für Werners Fußball-Ecke. So sollte es heißen. Also dann, viel Spaß, wir sehen uns. Tschüss.